Ich weiß nicht genau, was Tabata hier durchzieht, aber holy shit, das ist so geil. Leute, genau sowas, sowas will ich einfach mal sehen. Ehrlich, das ist so Hammer gewesen. Okay, ich muss mich wiederfinden. Leute, willkommen zu meinem Spoiler-Talk zu Black Clover Kapitel 365. Ihr habt schon gesagt, wie geil diese Spoiler sind, dieses Kapitel ist. Das ist echt genau so, wie man sich so gar nichts erwartet. Ehrlich, ich habe jetzt schon, man schon hätte damit rechnen können, dass Asta kommt, aber ich hätte auch schon damit gerechnet, dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwelche Momente bekommen, wie jetzt einer der Charaktere geheilt werden. Worauf ich nochmal eingehen möchte, dass es sowieso safe ist, dass diese Charaktere, die jetzt verletzt sind, geheilt werden. Also, die werden so oder so nicht sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was man natürlich erstmal sagen sollte, ist, dass bei Nero die Sealing Magic, die sie eingesetzt hat, nicht wirklich krass wirksam ist. Also, es ist nämlich so, dass sie halt nur in diesen einen Zeitpunkt, in diesen einen Moment, diesen Wunden, die sie erlitten haben, also sagen wir jetzt mit diesem Punkt, wo sie halt von oben runtergefallen sind, diese werden dementsprechend, ich sag jetzt mal, irgendwie verschlossen oder so. Und wenn man halt eben besiegt ist, dann funktioniert dieser Zauber halt eben nicht mehr. Das ist halt einfach, es bringt nichts. Es ist nur vielleicht eine kleine Notlösung, die wir auch mal früher gesehen haben, nur ein bisschen stärker ist. Hingegen ist es auf jeden Fall so, dass halt eben Nacht gesagt hat und geschrien hat, dass Nero sich von Henry und Gordon auf jeden Fall trennen sollte. Also die ist ja irgendwie immer in deren Nähe. Dadurch, dass sie halt irgendwie auch Schmerzen haben, weil man deren Kräfte braucht. Aber das soll sie halt nicht tun. Und man muss halt auch sagen, dass wir gesehen haben, wie Charmin ihrer Menschenform ist. Also sie hat ihre Food Magic eingesetzt und es ist tatsächlich echt erstaunlich, was wir jetzt hier gesehen haben, so, weil selbst in solchen Momenten brachte diese Food Magic einfach gar nichts. Aber ich muss sagen, es sah cool aus, wie dieser Wolf am Start war, dann noch diese richtig coolen Schattenwölfe von Nacht am Start war, alle auf Damnatio losgedonnert sind, wirklich alle auf Damnatio losgedonnert ist. Ich meine, Charmin ist losgedonnert, wollte ihn halt eben schlagen, je nachdem, lag mit seiner Vollversion, seine Transformation, Dingsform. Jeder wollte ihn halt eben eine donnern und alles mögliche da machen. Jetzt kommt aber so dieser Moment, der einfach richtig krass ist. Wir kriegen endlich einen weiteren Teufelsnamen. Wir kriegen endlich die weitere Information, welchen Teufel Damnatio hat und was für eine zweite Magie er besitzt. Und er hat das auf jeden Fall so erklärt, dass wer halt eben ein Paladin wird, der hat nämlich die Gabe, zwei Magiefähigkeiten zu bekommen. Und dementsprechend hat er auch gesagt, dass er die Kraft des hohen Teufel Baal besitzt. Ja, Baal. Und jetzt kommt das Interessante. Es ist nämlich so, dass halt mittendrin in diesem Kampf Charmin irgendwie von so Klingen, ich weiß nicht welche Klingen, aber es waren so Klingen, unsichtbare Klingen, dass das ist halt wirklich so unsichtbar, angegriffen worden ist. Also wirklich so richtig am Bluten ist sie dann auch noch dabei. Nicht nur sie, auch bei Zora war das so. Nur diese eine Angriff hat ausgereicht und Charmin, Zora, jeder von denen war einfach mal erledigt. Nicht nur die, auch Nacht hatte keine Chance gegen die Kraft dieses Teufels. Keiner. Es ist nämlich so, dass, wie soll man sagen, Baal die Magie, atmosphärische Magie besitzt. Und beim besten Willen, Digga, ich weiß nicht, es ist immer schwierig, dass man diese atmosphärische Magie irgendwie erklären kann. Es ist halt irgendwie so, dass es unsichtbar ist. Also irgendwie eine Magie, die du nicht sehen kannst, die sich dann einfach angreift. Im Großen und Ganzen kann man das aber so sagen, es sind so Windklingen irgendwie. So Klingen, die dich unsichtbarmäßig angreift. Du kannst sie nicht sehen. Es ist einfach da und, Bruder, das ist so eine verrückte Magie. Das ist so eine verrückte, krasse Magie. Ich meine, kannst diese Kraft nicht sehen. Außer ich habe es jetzt falsch verstanden, dann könnt ihr es verbessern. Wäre super. Aber ich denke mal, man kann das so sagen. Weil ich dachte immer, wenn ich sage, okay, Baal, dann dachte ich immer, Baal hat so eine Art Donnermagie, so eine Lightning Magic. Wäre an sich wirklich geiler gewesen, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann man aber auch sagen, dass dann eben dieses Schwert ebenfalls nicht von seiner Magie abstammt, sondern vom Baal abstammt. Gut möglich. Weil ich verstehe nicht, wieso er überhaupt die Möglichkeit hat, ein Schwert zu erschaffen mit seiner Magie, also mit Scale Magic. Das macht keinen Sinn eigentlich. Daran habe ich gar nicht gedacht so. Obwohl, kann man nie wissen, ne, im Großen und Ganzen. Wir gehen jetzt mal auf diesen einen Punkt ein, der jetzt richtig, richtig geil war. Denn das ist nämlich so, dass wir jetzt auf jeden Fall so eine kleine Mini-Flashback, irgendwie so eine Art Gedankenerzählung von Nero bekommen haben. In diesem Moment hat sie halt irgendwie darüber gesprochen, dass er diese eine Mission hatte, ne, was er in diesen 500 Jahren gewesen sein sollte. Und sie hat darüber auch gesagt, dass selbst wenn sie als Mensch da gewesen wäre oder noch gelebt hätte als Mensch, sie hätte es nicht überstanden. Ne? Das wäre für sie einfach sowieso viel zu viel. Und sie war auch in dieser Fassung, wo es ihr scheißegal war, wenn sie nach dieser einen Mission, die sie nach 500 Jahren noch hat, gestorben wäre oder halt eben, ne, was auch immer mit ihr passiert wäre. Das wäre ihr vollkommen egal gewesen. Dadurch, dass Lumiere ja nicht mehr da war, war ihr das halt nicht mehr wichtig im Großen und Ganzen. Dann gab es ja diesen einen Moment, wo Lumiere verschwunden ist nach diesem ganzen Kampf und hat ja zu ihr gesagt, dass Sekri jetzt als Nero leben soll.
soll und neue Freunde finden soll, was sie auch schon gefunden hat und so weiter. Und da kommt damit nämlich wirklich so der Punkt, der halt wichtig ist. Da dachte man so am Anfang, jetzt muss es passieren. Nero bekommt so vielleicht ihren Power-Up oder kriegt so Ultimate Magic. Aber, und ich bin ganz ehrlich, Tabata hat das viel besser gemacht, was er jetzt gemacht hat, weil wenn jetzt hier Ultimate Magic eingesetzt hätte, hätte man vielleicht irgendwie so machen können, dass in gewissermaßen vielleicht Ceiling Magic sehr stark werden könnte. Also in irgendeiner Art und Weise hätte Ceiling Magic noch stärker werden können und man hätte eine Möglichkeit finden können damit. Aber Tabata hat sich viel besser damit umentschieden, wirklich viel besser gemacht und Nero noch einen wirklich guten Charakter noch besser gemacht. Also ich sage es mal ehrlich, wie soll man genau sagen, mehr Power reingebracht, mehr Elan, mehr Emotion reingebracht. Das war so gut. Wir gehen aber weiter. Erstmal war es nämlich so, dass halt zum Beispiel Damnatio jeden einzelnen der Black Bulls anal genommen hat. Also for real, jetzt mal im Ernst. Luck hat er irgendwie erstochen, der hat dann Magna komplett erstmal weggekickt. Selbst diese beiden, also Gordon und Henry, hat nichts gebracht und alle wurden dann in diesen Baum reingeschleudert, wo die ganzen anderen Hexen sind und gerade Arstar zurückholen wollen. Und jetzt kommt es so, die anderen Hexen, also Dorothy, die Hexenkönigin, Vanessa, wollen gerade Damnatio aufhalten. Und Digga, da siehst du so einfach so eine Szene, wie auch Vanessa erstmal weggeschlagen wird. Also selbst sie mit ihren Schicksalsmagie, Fadenmagic, keine Chance, keine Chance. Und was sehen wir da auch noch so ganz in der Ecke? Erstmal Dorothy, okay, wir haben schon gesehen, wie Dorothy einmal gegen Morris verloren hat, aber wir haben hier gesehen, wie einfach die Hexenkönigin von Damnatio weggeschlagen worden ist. Die Hexenkönigin, Bruder. Keine Ahnung mehr, aber ich glaube, diese Frau ist nur noch da, um die anderen zu heilen. Safe, Digga. Die wird safe noch die anderen heilen, dann hat sie überhaupt gar keine Rolle mehr. Das sage ich euch ganz sicher. Dass sie überhaupt nichts reißen kann, nee. Wir haben jetzt aber auch diese eine letzte Szene, wo Damnatio wirklich jeden fertig gemacht hat. Egal wer, keiner hat mehr eine Chance. Er hat nur noch diesen Einschlag vor sich und dann hat er seine Mission erledigt. Und egal wie es ist, Tabata hat sich so wunderbar entschieden, was er hier getan hat. Ich sag es dir, so wunderbar. Nero ist einfach so da, die sieht halt natürlich Damnatio vor sich und sagt halt und schreit. Nein, sie schreit so richtig. Es ist deine Schuld, dass ich überhaupt hier bin. Du bist der Grund, warum ich noch lebe, dass ich Freunde habe, dass ich mein Herz im großen Ganzen, das Leben zurückbekommen habe, dieses eine frivole, ich sag jetzt mal, Lebensinhalt. Ich kann das alles überhaupt nicht ohne dich und das sagte sie, ohne Scheiß, mittendrin, mit so einem richtigen Schrei, was man noch nie von Nero überhaupt mitbekommen hat. Und Digga, dann kam so die geile Double-Spread-Seite am Ende, wie Arstar Nero an ihren Kopf tätschelt, mit so einem richtigen Badass-Blick, so, boah, Digga, Arstar ist zurück im Clover-Königreich und nächste Woche bekommen wir jetzt for real Arstar vs. Damnatio und nächste Woche ist keine Pause, Leute, das heißt, nächste Woche wird heftig, ich sehe es jetzt schon kommen, wir kriegen safe wieder die Union-Form, Digga, wir haben die schon lange nicht mehr gesehen, wirklich lange, bin mir ziemlich sicher, dass Arstar nicht so und so kann er nicht gewinnen, aber jetzt kriegen wir so Arstar in einer Art, anderen Art und Weise, wie er Setten vielleicht gemeistert hat. Mit Union-Form und noch so ein bisschen mehr drauf, Digga. Das könnte richtig geil werden. Leute, das ist Hype. Das ist unnormal Hype, Digga. Ey, wie geil war das? Wie Arstar da einfach rausgekommen ist. Nero da so getätschelt hat und, Digga, und einfach gesagt hat, ich danke euch. Der Held ist einfach da, Digga. Das ist wirklich... Ich meine, wir haben einfach in einer Welt zwei mögliche König der Magier. Aber dieser, ne? Dieser ist einfach für mich der Richtige. Der ist einfach der Richtige. Dieser Typ ist wirklich der Richtige. Mit so einem Blick kommst du da raus. Der Typ weiß einfach, wie man eine Show steht. Der Typ weiß einfach, wie man genau etwas richtig macht. Tabata, du bist auch richtig geil, Alter. Okay, Leute, das war eigentlich alles, ne? Wir haben jetzt eigentlich so im großen Ganzen alles bekommen. Fand ich super. Schreibt mir mal wirklich dringend eure Meinung zum Kapitel in die Kommentare. So, wie gesagt, so Freitag oder Samstag gibt es dann halt die Review im Allgemeinen, was ich noch zu sagen habe, was so meine Gedanken sind für die nächsten Kämpfe. Und ansonsten ist es dann halt noch Samstag. Nee, Samstag kommt ja Bleach. Deswegen Freitag wahrscheinlich. Also kann ich hier im großen Ganzen sagen, Leute. Wenn euch doch dieses Spoiler Talk gefallen hat, dann würde es mich hier natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich. Und den Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.